Hasi. Wir sind jetzt beim Hasi, der noch nicht weiß, dass er mit dem klugen Berti wegfährt, sondern immer noch denkt, er würde mit der Christine nach Griechenland trampen. Und dazu muss man sich ja vorbereiten. Hasi hat einem Glacé-Lederhandschuh der Mama die Finger abgeschnitten, die Löcher mit Garn zugenäht. Durch die Handschuhstulpe hat er eine blaue Kordel gezogen. Hasi steht nackt im Badezimmer. Wie eine Halskette hat er die Kordel um. Wie ein Anhänger baumelt das Glacé-Leder-Dings an der Kordelkette. Frau Hoffmann lacht schon. Da der Handschuh ein Ellenbogen langer war und die Kordel sehr lang ist, hängt ihm das Lederdings wie ein riesiger Ersatzpimmel vor dem eigenen Kleinen. Hasi betrachtet sich bekümmert im Spiegel und knüpft der Kordel eine Schlinge. Der Reservepimmel wird bis zur Taille geliftet. Jetzt geht es, murmelt Hasi. Es haut hin. So wird Hasi finanziell sicher durch Griechenland reisen. Wenn er seine Gelder im Reservepenis verstaut, kann man sie ihm nicht stehlen und verlieren kann er sie auch nicht. Alle erfahrenen Tramper haben einen Safe um den Leib. Hasi nickt seinem Spiegelbild zu und schlüpft ins Hemd. Der Reservepimmel beult das Hemd aus. Dabei ist noch gar kein Geld drin. Wenn er alles, was ihm der Papa spendiert, die Mama extra zugesteckt und die Tanten und Onkel verehrt haben, in den Beutel tut, dann kriegt der glatt Erektionen. Das ist nicht nur hässlich, das ist auch verdächtig. Leicht schleicht sich da ein arbeitsloser Junggrieche mit dem Rasiermesser an und kastriert Hasi. Das Geld muss doch woanders hin. Aber wo tut einer, der in seinem 16-jährigen Leben schon ein Dutzend Brieftaschen, diverse Beutel und etliche Umhängetaschen verloren hat, seine Barschaft hin? Verteilen muss der. Überall einen Happen. Dann kann höchstens ein Teil wegkommen. Hasi rennt aus dem Badezimmer. Nadel und Faden, schreit er. Er will ins Wohnzimmer hinein, aber dort ist außer der Hasi-Mama noch deren Freundin Olga. Bei der Wohnzimmertür merkt Hasi, dass seine primären Geschlechtsmerkmale kaum vom Hemd verdeckt sind. So kann man der Olga nicht unter die Augen laufen. Er tritt den Rückzug an. Der kleine Bruder kommt ihm dabei über den Weg. Benjamin, hol den Nähkorb raus. Der kleine Bruder ist ein geborener Helfer. Er schleppt 4 Nähkörbe in Hasis Zimmer. Er fädelt dünnes Garn durch ein großes Nadelöhr und bestaunt, verzückt wie Hasi, 2 Slips an den Rändern zusammennäht, sodass der eine Slip zum Futter des anderen wird. Und zwischen Unterhose und Unterhosenfutter steckt Hasi 2 blaue Scheine, bevor er die Hosenränder komplett vernäht. Trägst du die jetzt den ganzen Urlaub über? Fragt der Benjamin. Hasi nickt zögernd. Da wirst du stinken, sagt Benjamin. Hasi schüttelt den Kopf, auch zögernd. Und wenn du sie verscheißt, ich meine nicht richtig, nur schlecht ausgewischt. Abgewischt.